Hallo und herzlich willkommen wiederum beim heurigen Welser Stadtkriterium. Es ist heute, wie immer, ein sehr ansprechender, sehr anspruchsvoller Kurs mit 4 Rechtskurven und die Fahrer erreichen eine Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometer. Bei 60 Stundenkilometer ist der Sicherheitsaspekt wahrscheinlich sehr groß. Wie sieht's aus? Ja, für mich nicht relevant, weil ich über 45 komme nicht mit dem Rennradl. Also ich bin da recht beeindruckt, was die da leisten und bin sehr dankbar, dass ich nicht mitfahren muss. Sicher auch Radlfahrer, wie so sportlich ausschauen. Passionierter Radlfahrer, Läufer, alles, was schnell geht und was bringt. Ja, und vor allen Dingen, wo man in die Natur kommt, das ist mir ganz besonders wichtig. Sie sind Sponsor. Ja, also wir unterstützen das Event schon seit sehr, sehr vielen Jahren, sehr gern, weil es einfach ein wichtiger Impulsgeber auch für die Innenstadt ist. Da wird tolle Arbeit geleistet und es ist auch wichtig für die Gesellschaft und bei uns gilt halt voller Energie für morgen und da sind wir gern dabei. Auch heute sind wieder Jugendrennen ist da dabei, also eine Freude den Kindern zuzusehen, wie sie da Leistung vollbringen und auch das unterstützen wir sehr gerne. Und kennt man sich aus bei der Tour de France zum Beispiel? Na, auskennen tue ich mich nicht wirklich, aber zuschauen tue ich auch manchmal. Ich sehe gerade, beim Essen, beim Buffet wird man heute verwöhnt. Schauen Sie auch aufs Rennen? Dass wir die absolute Nähe haben, ich glaube, ich lasse das sehr gut verbinden. Kulinarik schaut hervorragend aus, aber da sind die Damen der Schöpfung etwas schneller gewesen wie wir. Abgesehen vom Buffet, wer führt gerade? Die Damen. Hier von der Raika-Terrasse kann man das ganze Rennen verfolgen. Wer führt denn bei den Damen? Ich glaube, das ist nicht so wichtig, wer führt. Es führt einmal die, es führt einmal wie andere. Ich glaube, es geht um den Event. Power in Motion, Kraft in Bewegung. Ist das auch ein Motto fürs Radfahren für dich? Ja, natürlich. Power in Motion ist ja unser Leitspruch. Und das Radfahren passt natürlich perfekt dazu. Wenn man die Radfahrer so anschaut, mit welcher Energie die eine treten in die Pedale. Und das ist einfach eine Sportart, die voll zu uns passt. Jetzt geht's mit den Herren los. Wer ist denn dein Favorit? Ich glaube, da gibt es einige Kandidaten, die heute gewinnen können. Natürlich unser Tour de France-Teilnehmer, der Gaal, ist einer der Kandidaten, aber es gibt auch den einen oder anderen Lokalmatador, wie zum Beispiel der Herr Zeudel, der schon gute Figur immer hier macht, auch bei unseren Kriterien. Ich bin total überrascht. Also erst bin ich nervös überrascht. Was sich da in der Innenstadt abspielt, ist schon unglaublich. Und die Größe von der Veranstaltung hätte ich nicht gerechnet. Und auch die Leute, die da mitfahren, wirklich toll. Wir haben jetzt 25-jähriges Jubiläum. Der Herr Paul Resch wird ja aufhören. Wie geht's denn weiter mit den Sponsoren dann? Wer übernimmt das? Hängt einmal davon ab, ob das Innenstadtkriterium weitergeführt wird. Da haben wir gehört, dass der Paul Resch die Hauptverantwortung in andere Hände legen wird, von Daniel Repitz. Nachdem das eine Veranstaltung ist, die so einen Zuspruch findet und die sozusagen einen Breitensport durch die Spitze, die hier fährt, wirklich so verankert in Wels, werden wir natürlich dabei bleiben.